Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky ist am Start und eine kleine Runde. Let's play Titanfall 2. Es geht weiter! Denke ich mir zumindest. Wenn ich nicht gerade. Ich bin gerade am Überlegen, habe ich nicht noch eine Folge? Habe ich nicht noch eine Folge, die ich hätte hochladen müssen? Egal, ich muss trotzdem aufnehmen. Muss ich gleich nur rechtzeitig gucken. Aber da. Professional Haircare for you. Ja, Leute, mir cool, ihr hört wahrscheinlich, dass meine Stimme jetzt auch wesentlich besser ist. Warum, erkläre ich in einem Vlog. Ich weiß nicht, ob der Vlog vorher kommt als das hier. Auf jeden Fall in einem Vlog habe ich erklärt, warum ich jetzt eine bessere Soundqualität habe. Eine sehr schöne Geschichte, wieso jetzt meine Soundqualität besser ist. Und meine Katzen waren gerade die ganze Zeit ruhig. Die ganze Zeit. Und jetzt meint mein Kater, jammern zu müssen. Why auch immer. So, Coopers Logbuch. Unsere Reise durch die MIC-Testanlagen sollte eine Abkürzung durch schwieriges Terrain sein, aber weit gefehlt. Keine Abkürzung mehr. Wir haben Major Anderson Treffpunkt erreicht. Jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, damit er uns einige Antworten gibt. Was danach passiert, weiß momentan niemand. Ah! Woohoo! Pilot Major Anderson ist hier. Erkunden Sie die Anlage. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite. Okay, cool. Wo kommt der ganze Gras her? Lass dich nicht wieder erwischen, BT. Ich werde Abkürzungen vermeiden. Danke. Abkürzungen sind immer schlecht. Es gibt keinen kurzen Weg auf den. Von Lokale. What the fuck? What the fuck? Nicht auf den Trip oder was? Aber er hat Hammond auf seiner Seite. Wenn er sagt, wir sollen schießen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Die Störungen im Zeitgefüge sind ein plausibler Grund für Ihre Indisposition. Atmen Sie ruhig und tief, Pilot. Wieso habe ich einfach mal so Zeitverschiebungen und sowas? Schließlich sichern wir durch die entschlossene Neutralisierung der Miliztruppen nämlich den Fortbestand der Menschen. Ja, Pilot, kann ich Ihnen helfen? Okay, ich habe Angst. Was? Das BT. Ja, GG. Achtung, ID-Karten sind jederzeit sichtbar. BT, what the fuck? Passiert. Ihre Körper sind ungewöhnlich gealtert. Allerdings gibt es auch Kampfspuren. Hoffentlich lebt Anderson noch. Anderson ist ein erfahrener SRS-Pilot. Er hat bereits mehrere verdeckte Missionen im Feindgebiet überlebt. Ja, ist aber nicht, dass ich einer bin, ne? Seltsam. Ich orte in diesem Gebiet Spuren meiner eigenen Datensignatur. Die Störungen scheinen meine Scans zu beeinflussen. Sehe dich da hinten, BT. Nimm ihn mit. Ich orte in der gesamten Anlage Spuren einer massiven Energieentladung. Ihre Helmdaten registrieren dasselbe in der anderen Zeitlinie allerdings nicht. Wieso andere Zeitlinie? What the fuck? Was hast du da, BT? Keiner dieser Überreste entspricht Major Andersons Genprofil. Vielleicht lebt er. Warum legst du denn eigentlich schon wieder rum zurück? Ich rate zu einer Überprüfung des Empfangsbereichs.
Ich würde sie ja begleiten, aber mein Chassis passt leider nicht durch die Tür. Du Glückspilz. Der mittlere Sarkasmus. Das freut mich für dich. Guck doch mal, sammel du mal noch ein paar Einzelteile. Und dann verwandle ich mich gleich wieder in die andere Zeit zurück. Hier gibt's nichts. Schwache Biosignatur auf der oberen Ebene des Empfangsbereichs. Empfehle Überprüfung. Mach ich. Wir haben uns was zu essen gejagt. What the fuck? BT, ich habe Anderson gefunden. Er ist in der Decke. Einsatzziel erreicht. Major Anderson getroffen. Er ist tot, BT. Korrekt. Körpertemperatur beträgt 17 Grad Celsius. Das liegt unter dem Grenzwert für menschliches Leben. Scheiße. Ah, wieso hängt denn der in der Decke fest? Was ist denn mit dem passiert, ey? Was ist hier passiert, Alter? Oh, ich hatte so ein ganzes Haus hier, Alter. So ultra nice. Wenn Sie mir den Helm aushändigen, kann ich ihn analysieren. Ja. Durch Andersons Tod geht das Kommando von Spezialeinsatz 217 auf Sie über. Ich gratuliere zu Ihrer Beförderung, Pilot Cooper. Es folgen Instruktionen, die Anderson von Commander Sarah Briggs von der Miliz SRS erhalten hat. Major Anderson, wir haben vor zwei Wochen einige Funksprüche der INC abgefangen. Sie haben auf Typhon etwas gefunden. Es gab dort eine massive Energieentladung, die Störungen der Zeit ausgelöst hat. Ich möchte, dass die SRS die Anlage inspiziert. Verstanden. Ich werde mich dort umsehen. Das Handgelenkgerät, das wir während Operation Grizzly geborgen haben, müsste sie schützen. Die INC hat Kuben Blisk und seine Söldner rekrutiert. Sie sollen dort irgendetwas beschützen. Seien Sie also vorsichtig. Und Anderson, Sie wissen, wie gerne ich Todesberichte schreibe. Also ziehen Sie das nicht alleine durch. Die SRS ist ein Team. Die Daten, die Major Anderson gesammelt hat, sind offenbar unvollständig. Wir sind verpflichtet, Einsatz 217 abzuschließen. Ich empfehle, Andersons Handgelenkgerät zu lokalisieren, ehe wir fortfahren. An Andersons Handgelenk war nichts. Dann vermutlich an der anderen Körperhälfte. Ich habe einen Riss im Security-Gebäude entdeckt. Verschaffe Ihnen jetzt Zugang. Danke. Ich bleibe hier und scanne diese Struktur. Suchen Sie nach Informationen und dem fehlenden Gerät. Was zum... Echt? Hat das wirklich ein scheiß Finger dahin gehalten? Schön, vielleicht kannst du nächstes Mal ja mich werfen. Notiert. Ja. Tschüss. Dann ist es dich. Soll ich dir was mitbringen? Sprengsätze. Sprengsätze. What the fuck? What the fuck?
Alter Schwede, Alter, wie gruselig ist das denn jetzt gewesen, bitte? Halt die Fresse jetzt, halt die Fresse! Und wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er nur? Wo ist er weg? Wo ist er weg? Was haben wir denn hier? Was? 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 Ich bin verwirrt. Hupla. Oh, wie gruselig, Alter. Das, die sind alle tot, dann stehen die wieder auf. Auf, 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 auf. Okay, wir gehen wieder hin in die Ecke. Ja, ganz gut. Schön alles killen. Ja, mal alles wegmachen, das hier. Bisschen Zombie-Style, Alter. Dann lass mich in Ruhe. Ich hab nix. Pizza. Ja, Wolli Olli, Alter. Eindringling ins Security-Gebäude. Zielperson verfügt möglicherweise über Tarnvorrichtung. Verstanden. Laserfelder sind online. Eingreifteam ist unterwegs. Alter, hab ich das hier alles gemacht oder was? Wessen Geschichte erlebe ich hier gerade? Den ganzen Weg haben wir jetzt hier rüber geschafft. Wo das Raumschiff. Das ist merkwürdig, Alter. Das ist nicht Psycho hier. BT7274 Auto Transcription. Nur für Mile. OP217. Lage. Gewaltige Energiereffe. Gewaltige Energiefreisetzung auf Typhon geortet. EMC Areas Division Funk abgefangen. Unbekannte archäologische Entdeckung. Mission: Anlage auf Typhon infiltrieren. Informationen sammeln, Energiequelle finden. Meldung bei CDR Sarah Briggs. Tut mir leid. Was hat er gemacht oder was?